Sehr geehrter Oberbürgermeister Weil, sehr geehrter Herr Professor Heinze, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im schönen sommerlichen Hannover zu unserer Veranstaltung Zukunft der Wirtschaftsförderung. Ich möchte als einer der Initiatoren und ich danke auch nochmal den anderen Initiatoren der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Tübingen, die es möglich gemacht haben, einfach diese Veranstaltung heute in der Qualität hier für uns in Hannover darstellen zu können, nochmal recht herzlich. Ich fange kurz mal an, damit Sie überhaupt wissen, wenn wir hier heute oder ich als Praktiker hier heute darstelle, welche Motivation wir hatten, diese Veranstaltung hier durchzuführen. Nochmal ein ganz kurzes Bild für diejenigen, und viele kommen ja von außerhalb. Was ist Hannover Impuls und wo befindet sich Hannover Impuls hier in der Region Hannover? Wir sind in der Region Hannover nicht die einzige Wirtschaftsförderung, sondern wir sind ein Baustein der Wirtschaftsförderung außerhalb der Verwaltung. Neben uns gibt es noch innerhalb der Verwaltung die Wirtschaftsförderung der Region Hannover, die der Landeshauptstadt Hannover, und wir sind ja in der Region Hannover 21 Kommunen und Gemeinden, hat auch noch jede Kommune eine eigene kleine Wirtschaftsförderung. Das muss man sich einfach so vorstellen. Und wir sind gestartet vor 10 Jahren als reines Clusterprojekt, haben dann aber auch immer mehr Aufgaben gekriegt im operativen Bereich und haben heute auch noch zusätzlich eine Holdingfunktion. Das bedeutet, wir haben Töchter, zum Beispiel der ganze Bereich des Beteiligungsmanagements, das ist bei uns, also wir haben eigene Beteiligungsfonds. Wir sind aber auch strategisch mitverantwortlich für das Thema Marketing und Tourismus und auch für die Hannover.de, das ist unsere Internetagentur, die halt den gesamten Auftritt Hannover.de halt darstellt. Was bedeutet aber Hannover Impuls als operative Wirtschaftsförderung? Wir sind in 6 Branchen unterwegs und wir haben Geschäftsbereiche von der Gründungsunterstützung über die Ansiedlung, Branchenwachstum, EU-Fördermittel, Innovationsförderung und, wie ich schon sagte, den Beteiligungsfonds. Das bedeutet, wir haben rund um das Thema Cluster, mit dem wir angefangen haben, also diese 6 Fokusbranchen, haben wir gesagt, wir wollen in den Instrumenten Wachstum, Ansiedlung und Gründung unterwegs sein und haben uns da eigentlich klassisch aufgestellt, sind aber bis heute eigentlich eine Gesellschaft geblieben, die wie eine Projektgesellschaft arbeitet. Also wir definieren immer wieder Projekte und diese Projekte werden abgearbeitet. Und das macht vielleicht auch nochmal den besonderen Status aus. Was war unsere Motivation, heute hier diese Veranstaltung mitzugestalten und als Initiator aufzutreten? Angefangen hat das Thema Cluster oder Clustermanagement in Wirtschaftsförderung durch einen Impuls, wir haben es gehört von Herrn Neumann, aus der Wissenschaft, aus der Forschung heraus. Dann sind in verschiedenen Arten und Weisen, hier in Hannover war es dann McKinsey, ich sage mal, an die Kommunen und Regionen herangetreten und haben aufgezeigt, wie man so eine Cluster-Initiative aufbauen könnte. Man merkte aber, dass es natürlich sehr, sehr verschiedene Randbedingungen gab in den einzelnen Regionen und dass, ich sage mal, die Experimentierfreudigkeit der Region schon gefragt war, um dann halt, ich sage mal, das Thema Cluster und Cluster-Management umzusetzen. Das hat eine ganze Zeit gebraucht, bis sich das umgesetzt hat. Und ich denke einfach, in dieser ganzen Zeit, bei uns sind es jetzt 10 Jahre, hat man schon gemerkt, dass man sich dann in dieser Abarbeitung der Themen schon ein Stück weit von den eigentlichen Themen, die dort damals aus der Forschung oder aus der Wissenschaft gekommen sind, entfernt hat und vor allen Dingen auch den Dialog nicht immer wieder aufgegriffen hat. Darum heute diese Veranstaltung. Für uns hat aber noch ein anderer Faktor eine Rolle gespielt. Wir haben gemerkt, aufgrund dessen, dass wir in diesen Cluster-Themen unterwegs waren, dass wir uns anders aufstellen mussten, andere Organisationsformen hatten und das hat zu einer Professionalisierung aus meiner Sicht der gesamten Bereiche der Wirtschaftsförderung geführt. Also wir haben gemerkt, uns auf Themen zu beschränken, die auch aus Ressourcengründen, die für uns, ich sag mal, wichtig sind, die für uns auch machbar waren. Wir haben aber auch gemerkt, dass Wirtschaftsförderung besser agieren kann, wenn wir unternehmensnäher sind. Also wir haben sowas wie ein Kundenmanagementsystem eingeführt, wir haben Qualitätsmanagement eingeführt, wir sind prozessorientiert, wir haben mit den Mitarbeitern Zielvereinbarungen gemacht, die sich auch in der Entlohnung wiedergespiegelt hat. Alle diese Themen sind für mich letztendlich ausgelöst durch das Thema Clustermanagement ein Punkt, wo wir gemerkt haben, die Wirtschaftsförderung hat sich dadurch ganz, ganz deutlich modernisiert und auch professionalisiert.
Ob das nun Mainstream ist, ob wir heute, ich sage mal, immer noch auf einer Modewelle fahren, das würde ich bestreiten. Ich glaube eher, dass wir, ich sage mal, die Zeichen der Zeit erkannt haben und heute eine Wirtschaftsförderung sind, die auf dem Stand der Zeit sind und die sich durchaus auch messen lassen kann. Nicht umsonst sagen wir ja immer in unserem Untertitel, oder wir behaupten, wir wären die innovativste Wirtschaftsförderung. Das hat schon auch sowas wie so einen kleinen Anreiz auch innerhalb unserer Organisation. Für mich andererseits aber auch, wie geht es weiter? Ich denke mal, wir haben damals diesen Input oder diese in dem Diskurs um das Thema Clustermanagement haben wir einen Impuls bekommen, haben den umgesetzt. Aber ich glaube nicht, dass wir damit am Ende der Modernisierung der Wirtschaftsförderung sind. Und meine Erwartung heute an diese Veranstaltung ist schon, nach 10 Jahren Clustermanagement bei Hannover am Puls, dass wir hier heute uns der Diskussion stellen, haben wir denn das Thema Cluster auch, ich sag mal, gut umgesetzt? Sind wir weiterhin, ich sag mal, auf einem Pfad, wo man sagen kann, der Modernität oder den Ansprüchen, die heute an Wirtschaftsförderung gestellt werden, werden wir gerecht? Und gibt es denn auch neue Impulse aus dem Thema Wissenschaft, Forschung, die wir als Wirtschaftsförderer dann vor Ort aufnehmen können und dann auch umsetzen können? Das ist für mich das Thema. Ich möchte auch in Zukunft guten Herzens sagen können, Hannover am Puls ist eine innovative Wirtschaftsförderung und darum stelle ich mich heute hier in dieser Veranstaltung und hoffe auch auf Impulse. Das sollte es erstmal gewesen sein für eine kurze Begrüßung. Ich denke mal, wir werden, das hat der Herr Neumann ja schon gesagt, einen anstrengenden Vormittag, einen vielleicht ein bisschen entspannteren Nachmittag haben. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen angenehmen Tag und ich hoffe auch, dass Sie diese Veranstaltung als das im Kopf behalten, wie wir sie geplant haben, nämlich wirklich ein Input und ein Anfang eines Dialoges, der vielleicht insgesamt in der Wirtschaftsförderung noch neue Akzente setzen kann. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die begrüßenden Worte von Herrn Professor Rehm und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.